Die Landschaft, das ist das Eigentliche. Das ist nur figürlich. Das ist nur figürlich. Und das kann man nur in dem erkennen, wenn man die Natur liebt. Ja? Und das Figürliche, das ist eigentlich das Praktische, was das Leben ausmacht. Der Tod gibt es nicht. Der Tod ist, naja, wenn ich mal nachdenke, das ist das kleine Blümchen, das, wenn ich tot bin, da wächst es. Naja. So, und erstanden ist es nur, weil man sagt, was ist das Leben? Ist es gut? Ist es schlecht? Kann man es genießen? Kann man es versaufen? Kann man es verhuren? Aber am Ende ist es wichtig, dass man es genießt. Ja. Man muss alle Faktoren, die man da sieht, die muss man dann zelebrieren und sagen, das bin ich und das war ich. Aber am Ende ist nur dies wichtig, wie hat man es genossen? Punkt aus.